Jo, und das haben wir schon wieder noch einem dieser. Oh, geh in Deckung, geh in Deckung, geh in Deckung. Ah, der Lambo wieder. Vorbei. Alles klar, laufen wir die 700 Meter? Weil die werden ja sicher wieder eine Zone da hinten haben. Weiß ich nicht. Ah, es geht eh schnell. Bisschen abseits im Busch laufen. Oder querfällt ein Auffit? Oh, es geht. Du? Ja, ich bin nur im Busch. Ich laufe hier gerade den Berg hoch. Ah, okay. Ich glaube, soweit ich gesehen habe, ist es hinterm Berg oder auf dem Berg oben drauf. Irgendwie sowas war da. Cool, da ist sogar. Dabei. Auch die Fußgängerwege gibt es ja da. Hey, was? Bin ich gerade oben drauf? Sieht das bei mir teilweise über die Minimap, das ist so geil. Ja, die Minimap ist cool, ja. Ja. Ich glaube, das ist sogar nur so ein Ding, was du über den Fußgängerweg erreichst. Na, du hast es über die Straßen erreichen können, aber. Stimmt auch, ja. Weil da hinten hätten wir die Markierung über die Straßen. Ja, ich sehe es gerade. Hallo? Das sind ein bisschen auer geworden. Ja, jetzt wissen wir es wenigstens. Man kann nicht gesittet vorbeifahren. Die musst du umlegen, Ja, aber doch, egal was. gesittet reicht das, da. Ah, ich bringe mal da oben in Position und spiele mal ein bisschen. Du das. Ich glaube, ich weiß, was das ist. Drohne fliegt. Ja, ich glaube, ich habe sogar recht. Ja, ich habe Das ist recht. ein Dorf. Was? Sonst nichts. Soll ich da was sagen? Was denn? Kann hier sogar schon mal vorbeigefahren. Hey, grüß euch, Servus! Kann hier sogar schon mal vorbeigefahren. Okay. Vorne geht ziemlich vorbei, was Marsch. Hi, Tippi. Ich gehe nehmen. Ja, Filthinweis: die Vipala-Fahne. M. So. Die Vipala-Fahne. Die Vipala ist ein indigenes Symbol in den Anden. Es handelt sich um eine siebenfarbige Fahne mit Schachmuster, wobei jede Farbe für ein natürliches oder religiöses Element steht. Ihr Ursprung ist unklar und es existiert verschiedene Versionen, je nachdem welchen Teil oder welche ethnische Gruppe des Inka-Reiches sie darstellt. Seit 2009 ist die Yamara-Variante offiziell zur Zweitfahne von Bolivien geworden, zusammen mit dem klassischen Rot-Gelb-Grün-Banner. Sie ist nun das Symbol für ethnische Vielfalt. Ah, interessant. Geh mal auf So lernt man ein bisschen was bei dem Spiel. Taktikkarte und drück dann C. C, ja? Jetzt siehst du, wo wir sind. Links ganz oben. Das sind die, wo wir gerade hinterher sind. Ja, was? Das ist unser erstes Ziel. Ja, dann hast du da vier kleine Menschen außenrum, also drei noch zusätzlich, dann hast du einen Ja, Zwischenboss. das war ja am Anfang bei der Beschreibung. Es gibt ja Vertrieb, bla 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 bla. Und da gibt es immer einen Unterboss, einen Überboss und der untersteht nur im L-Überbossos. Bossos, bossos, Übertrieben auf jeden Fall. bossos. Ja, interessant, interessant. Okay, das war ja. Da haben wir wieder Funkausrüstung. Stoppen Sie den Funkungsrüstungskonvoi, der was wieder 5000 bringt, aber das tun wir diesmal nicht. Ein bisschen zu heikel geworden. Wieder Ja, zusammen. auf der Autobahn müssen wir uns erst ein bisschen umschauen. Ja.
Ja, die sind, glaube ich, ein bisschen übertrieben. Ich würde sagen, wir marschieren Richtung hier. Oder was ist dein Vorschlag? Vorwärtsmarsch. Also, gar kein Vorschlag diesmal. Nö, ich bin dabei. Aber neben dem Auto. Na, wir machen es Fuß. Ja, mit dem Auto müsst ihr jetzt einmal komplett außen rumfahren. Das werde ich entweder mit dem Heli machen oder zu Fuß. Und da wir keinen Heli haben, machen wir es halt zu Fuß. Richtig. Ja, der nächste Heli ist nicht. Ich glaube, die Straßenkontrollen, die sind irgendwie nur auf Knopf, kommt mir vor. Keine Ahnung. Oder wir nehmen ein Auto und fahren querfeldein. Das hat schon beim letzten Mal nicht gut funktioniert. Das wird diesmal schon hinhauen. Okay. Oh Gott, die Autosteuerung ist echt bescheuert. Ja, wie gesagt. Ja, genau so, als ich mir erstes von aufgefühlt. Erfolgreiche Frauen, die das Wort herrisch verbieten lassen wollen. Aber Leute, die zufrieden damit sind, nett zu sein und nicht herrisch agieren, auch wenn sie das Wort mögen, auf die Autos kennen explodieren. Nicht, was hey, was? Die machen keine Million Dollar pro Monat oder liefern weltweit Produkte aus. Sie haben keine Hacienda oder Hunderte Sicarios, die für sich und da gibt's was zu markieren. Da habe ich gerade auch gesehen im Auto. Ernsthaft. Wir sind nie im Haus, das eine. Mit dem Nachschub können wir uns wohlwollend von den Rebellen verdienen. Achso, willst du mit dem Auto da reinfahren, oder? Oh, pass auf! Danke fürs Niederfahren. Bitte! Immer wieder gern! Warum fährst du mir auf und nieder? Ja, doch, das geht's. Ja, dass du mich niederfährst, oder? Ja, das geht. Na, dass ich vorbeifahren kann. Das ist echt übel enden. Wenn wir da oben poltern, dann haben wir verloren. Das ist der bewusst, oder? Da unten ist was auf jeden Fall. Siehst du den orangen Punkt? Ja. Rockwärts. Schwarer. Zwei Schwere. Boah. Brennendes Wrack, aber Kisten ist da. Zum Markieren. Kennt gell? Ja, dann Kim. Aber ich würde zu Fuß da oben marschieren. Ja, Kim. Kennt ihr was? Buongiorno. Achso, wir sind ja in Frankreich, gell? Come stai? Mi bien, Madonna. Okay. Steht der eine weiter unten, oder? Na, der sieht's auf jeden Fall, wenn wir schießen. Also, fast nichts mit Silence bei den E3. Naja, wir können die zwei Scharfschützen, die zwei schweren Schützen ausschalten. Ja, könnte den vorderen machen. Okay, warte, da muss ich mich ein bisschen umbewegen. Der hat jetzt, glaube ich, nicht auf den Kopf schießen, oder? Irgendwas war. Ich könnte den hinterbei machen. Okay, sag, wenn's geht. Go. Tango ist tot. Hat der andere nicht mehr gecheckt. Haben. Oh, schau mal, die haben das Wrack abgefackelt und haben Öl gerettet. Solche netten Leute. Nett. Oh, was haben sie nur rausgeholt? Nahrungsmittel. Ah, cool. Nahrungsmittel sind immer gut. Na komm, die 400 Meter können wir laufen. Hey. Bittest du immer voll den Berg irgendwann mal runter, wenn du so runterlaufst, gell? Ich finde das aber lustig, Alter. Dass da die Unebenheiten auch so arg sind teilweise. Ja. So, ich starte mal, vielleicht komme ich hier.
Aber größere Reichweite mittlerweile. Ich erkenne eine kleine Gruppe Feinde. Ich sehe eine kleine Gruppe Tangos. Ich erkenne eine kleine Gruppe Feinde. Heli. Alter, wie ich da zurückgeschlittert bin. Lass mich da hinten allein stehen, hast du recht. Ja, weil sie da hinten sehen werden. Von da komme ich auf jeden Fall nicht durch. Wird ja nicht. Zu den entfernten Ziele komme ich hier, aber nicht auf die nahen. Da hinten. Ja, ich sehe. Wer hat sagen, wo wir uns verkriechen könnten? Da ist auch eine gute Versteckmöglichkeit. Schau grad, von wo ich am besten drauf hinzielen kann. Hier hätte ich einen guten Einschusswinkel auf die meisten. Ben Unterschlupf. Er ist ein Veteran. Okay, ich sehe da jetzt nicht mehr gut. Ups. Schneller ergeben? Aha, ich habe gar nicht gewusst, dass sich Gegner ergeben können. Echt? Wie ergeben sie sich? Ich hab keine Ahnung. Töten Sie den Befehlshaber dieses Lagers, damit sich die Gegner schneller ergeben. Ja, und wer ist Befehlshaber? Ja, mit die zwei Striche über drüben. Den kannst du von hier instant ausschalten. Aha. Der hier. Okay, müssen wir mal schauen. Okay. Setze Drohne ein. Gieß mir immer zu schnell vor, weil ich komme da nicht zum Schauen zum Richtigen. Ah, da schaut's gut aus. Da haben wir den einen. Was in der Bude ist, das ist ein bisschen das Problem, ich weiß es nämlich nicht. Ja, das Problem ist, ich weiß nicht, wie die sich ergeben. Weißt du, wie man. Gehen die dann einfach weg oder keine Ahnung? Keine Ahnung. Das war jetzt easy, weißt du, wie man. Kann die von hier oben leicht umnatzen. Ausprobieren? Ob die sich gleich ergeben, wenn du den Befehlshaber umlegst? Ja, ich kann mit den zwei Kumpel daneben mir mal auslöschen. Sag Bescheid, wenn du soweit bist. Ich wär soweit. Ja, dann. Go. Oh. Gegner getroffen. Irgendwie haben die sich nicht ergeben. Die haben keine Ahnung, woher es kommt. Wirklich? Aber jetzt haben sie Verstärkung getroffen. Okay. Dann machen wir auf Wuppenwechsel. Ja, bin ich auch schon. Der Tango ist hin. Na dann halt mal nicht Silence, mal voll wieder eine. Sowieso. Jetzt wissen wir das auch. Ja, ich hab gedacht, die ergeben sie jetzt gleich. Hinterm Zaun und da hinten kommt noch einer. Haben. Tango getötet. Ja, den anderen hab ich auch. Der wollte sich hinterm Busch verstecken. Okay, die läuft das rein. Hm, ist so schnell gegangen. Ja, das schon, aber. Du weißt jetzt immer noch nicht, was der Befehlshaber so ungefähr tut. Ich weiß nicht, vielleicht hätten wir nur ihren umgelegt, dann hätten wir mal geschaut. Oder vielleicht hätten wir ihn befragen müssen oder so. Ja, dann war es ja Wetter Lieutenant gewesen. Ah, stimmt da wieder. Da ist auf jeden Fall was zum Weiterschicken. Irgendwo. Schauen wir mal. Nächstes Grüne. Beim Haus, glaube ich. Ja, ich schau mal. Alles mal auf. Der ist offensichtlich immer zum Schluss. Erst der Äußer schauen und dann den Rest. Nix. Von hier oben. Bist du da schon drin? Ich bin gerade oben herum drauf. Achso. Ich meine der Vieh. Funknachschub.
Ah. Ein Nachschub verschicken. Munition. Da hinten ist eine Nahrungskiste. Ja. Da ist was zum Holen. Auf diesem Orden ist eine Kokapflanze. Ziemlich cool. Was haben wir denn da? Orden, oder? Jo. Ja. Ah, das ist jetzt schon mal die wichtige Information, oder? Gott, aufleveln? Wir wissen jetzt, wo die Garage ist, in der Polito seinen Sportwagen parkt. Wir holen ihn uns. Batterie. Navi. Reichweite ist wichtiger. Okay. So, Objekte. Fernglas, Ablenkungsköder, Fallschirm, Fernglas Zoom. Es wäre natürlich auch viel frech, gell? Dann? Ein Fernglas Zoom. Splittergranaten. Umreiß verletzen. Maximal 3 Granaten. C4 könnte man da freischalten. Aufklärung erhöht ihre Fähigkeit, Ziele mit dem Fernglas auszumachen. Dann geht die schneller. Mit der Wärmebildkamera können sie. Das wäre interessant. Meine Lieblingswaffe ist G5 und mein weitester Schuss ist 172 Meter. Dann brauche ich noch ein 2 Tempo, Markierungsbereich, Tarnung, Cooldown, Krachmacher. Was ist, wenn die da die für die Reichweite brauche ich jetzt A2, dass ich es aufleveln kann. Man muss ein bisschen sparen, hilft ja nichts. Ja, ich habe gerade entdeckt, du beim Fertigkeiten vergeben, ja? Ja, du brauchst da 4 Punkte, das habe ich schon. Das ist übel. Sekundärer Fernfeuerwehr. Wo war. Ja, das ist ja jetzt ziemlich schnell gegangen. 6 ist meine. Ist irgendwie schneller gegangen als erwartet. Das nervt jetzt irgendwie ein bisschen. Was, dass das so schnell gegangen ist? Ja, einen haben wir ja noch. Den da. Dem. Willst du wissen, was gerade auf der Autobahn entgegen? Da unten sind auch noch 3. Nicht einfach in ein Schuhgeschäft, nein. Auf der Autobahn kommt gerade ein Konvoi. Wollen wir probieren? Querfeld ein und findet einen alten Verkaufsladen für Köder am Rand. Ey, was nicht? Jetzt wollen wir laufen, dass wir den oder wie schon. Der Mann gibt ihm eine Winkel. Lauf mal Hobby, oder? Nicht mit Banjo-Musik, oder? Tim. Lass mich einfach erzählen, okay? Jedenfalls sagt der Typ in dem Laden, hör mal, wenn du da ankommst, sieh dich mal nach den beiden Marines um, die vor ein paar Tagen hier waren. Die wollten auch Alligatorstiefel und müssen längst zurück sein. Der Ranger sagt, okay, wird gemacht und fährt in die Sümpfe. Er folgt der Wegbeschreibung des Mannes und als er da ankommt, waren schon wieder weg. Entdeckt er sowas. Tatsächlich die beiden Marines, ich sieg's. Bis zu den Hüften im Wasser stehen. Das ist Sniper. Da sind Kartellsoldaten. Seid vorsichtig, Leute. Ja, das waren Kartellsoldaten. Das war der erste und das war der zweite. Ja. Oh, dass da oben ein Sniper steht. Alle noch ganz. Schaffen wir es dem Truck hinterher zum Gehen? Ich weiß nicht. Probieren, Kim. Sehr geil. Ich fahre. Da ist schon vorbei. Das ist gerade ausgestiegen. Das Auto ist übertrieben, Alter. Dann sagen, fliegen wir zum Einsatzpunkt A, oder? Oder was sagst du dazu? Zwar. Und da unten haben wir zwei neue Orte wieder gefunden. Alter, das ist. Jetzt sagen wir, fahren erst auf und dann gehen wir wieder auf, oder? Hochrangige Ziel für Geheiminformationen, das ist ja natürlich die Abwehr reizen. Welches hochrangiges Ziel für Geheiminformationen? Ja, da oben. Ah ja, das können wir dann gleich nach A machen. Mhm. Dann machen wir jetzt den. Passt. Ah, praktisch, man kann unterm Laufen nachladen. Ja. So, jetzt wird's interessant. Wie willst du solche Dinger dann aufhalten? Solche Transporter? Ja, ich hab schon eine Überlegung. Aha, und die wäre? Naja, man könnte ja da über die Fertigkeiten Objekte Minen ein Hobby
bin nur nicht schnell genug weggekommen. Damit kannst du, glaube ich, so Autos gut aufhalten. Ja, aber du sollst ihn ja nicht zerstören. Der Voreinstellung bringen. Oh mein Gott, sag mir diese City. Bei uns da oben bei den Fördern. Wie gesagt, weiter oben, oder? Ja, okay, passt da. An das Heli fliegen, das musst du echt gewöhnen, hä? Aha, ja. Zu schnell. Wir schreien da wie am Spieß. Bitte? Wir schreien vollgas. Keine Ahnung. Unten ist auf jeden Fall viel Aktivität. Okay, auf jeden Fall, der Heli ist im Arsch. Hast du gehört? Okay. Der ist abgerutscht, hat einen Rotor und einen Felsen niederbrennt. Okay. Dann schauen wir mal. Da ist einmal das Start. Oh, 1, 2. Die haben gesehen, da hinten war noch einer. Bist du? Rebellengefängnis. Das könnte interessant sein. Aha. Ziel Nummer 5. Was? So, das ist bis jetzt mal alles, was ich sehe. Das Fernglas und irgendwas Wichtigeres? Da hinten dürfte noch einer umkreien. Kirchturm schaut leer aus. Ah, da werden die Rebellen auf jeden Fall hergebracht. Wir haben einen Kingslayer-Datei, ein Informationslager, Rebellengefängnis, das ist ja alles, was das Herz begehrt. Ja, was ich jetzt von einer Seite sehe. Ich habe jetzt gleich die größte Stadt ausgesucht, oder? Wahrscheinlich, so wie es ausschaut. Okay. So. Das Problem ist nur, machen wir es jetzt noch, weil das wird jetzt sicher dauern eine halbe Stunde. Ich würde sagen, wir machen das in der nächsten Folge, oder? Ja, hört sich noch plan an, weil das wird sicher dauern. Okay. Bis wir dann durch sind, oder? Das ist einmal die erste Abteilung, da hinten geht die Stadt noch weiter. Da sehen wir noch gar nicht. Die geht bis zum Wasser runter, soweit ich jetzt von der Karte aus. Nein, nicht ganz. Nicht ganz, aber wir sind da oben. Wir sehen da die bis zum ersten Straßenzug, bis da hier, wo wir markiert haben. Und da haben wir schon Informationslager, Klingslayer-Dateien, Rebellengefängnis, die wichtigen Dateien, das dahinter haben wir noch gar nicht erkundet, was da alles ist. Oh, deswegen, was da die sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Dann rammen wir da das Lager aus. Hey, ho, hey, hey. Bis denn, ciao, ciao. F9.